Ahoi Leute und herzlich willkommen zur ersten Folge von Flashback Memories, einem ganz neuen Format hier auf meinem Kanal. Da habe ich mir mal wieder was Feines überlegt, wie ich finde. In dem Format grabe ich nämlich uralte Games aus, die ich als Kind gespielt habe, als Jugendlicher und an die ich mich überaus positiv zurückerinnere. Ihr kennt das vielleicht, so Kindheitserinnerungen. Bei mir war es zum Beispiel Captain Future, die Fernsehserie, die fand ich so geil damals als Kind und dann letztens mal wieder geguckt und naja, irgendwie übelst gealtert und nicht schlecht, aber auch nicht mehr so der Flash wie von früher. Und jetzt habe ich ein Game ausgegraben, das ich, seitdem ich es damals angezockt hatte, nie wieder gespielt habe. Aber egal, wenn das Thema auf das Spiel kommt, dann fange ich an zu schwärmen und oh, das war so geil und das muss ich unbedingt mal wieder haben und spielen. Da ist auch schon die ganze Krux an dieser Sache, weil ich habe mir Deep 4 für den Sega Saturn ausgesucht. Das Spiel hatte ich damals schon gebraucht auf einer Retrobörse in Hamburg. Ich glaube, Retrobörse hieß das damals gar nicht, da hieß das noch irgendwie anders. Für 50 Mark gekauft und dann haben meine Kumpels damals schon gesagt, Alter, bist du bescheuert, 50 Mark für ein Sega Saturn Spiel. Aber ich wollte das unbedingt haben und hatte ich mir dann auch gekauft und gezockt und ich fand's geil. Jetzt kommt natürlich wieder die alte Story hier, mein Leid. Ich habe dann irgendwann meine Sammlung aufgelöst. Ja, Schande über mein Haupt. Habe dann die PAL-Version von Deep 4 einem guten Kumpel geschenkt. Es sei ihm auch gegönnt. Ich wusste ja, dass das Spiel bei ihm in guten Händen ist und auch immer noch ist. So, jetzt hatte ich aber wieder Bock da drauf. Klar, hätte ich den auch fragen können, kann ich mir das nochmal ausleihen, aber wollte auch nicht rumbetteln. Guck dann bei eBay, Alter, ich bin fast hinten umgefallen. Die PAL-Version von Deep 4 für den Sega Saturn, die kostet inzwischen irgendwie zwischen 400 und 500 Euro. Also bitte, so, holst dir das Ding jetzt für 400, 500 Euro? Nee, machst du nicht, hast die Kohle auch gar nicht für. Und es ist ja auch die Frage, ist das Spiel immer noch so geil, wie ich es damals fand? Dann bin ich natürlich auf den Trichter gekommen, Mensch, guck mal nach der japanischen Version, die habe ich dann auch bei eBay gefunden und ey, ich bin so stolz, ich habe die japanische Version für echt für 10 Euro plus Versand, keine Ahnung, 4, 5 Euro, also 15, 16 Euro habe ich Deep 4 in der japanischen Version bekommen. Das ist mir dann auch scheißegal, weil für dieses Video reicht's, um aufzufrischen, wie geil das Game ist. Nun gut, reingeschmissen, durchgezockt. Auf geht die Reise. Mein Fazit gibt's am Ende. Viel Spaß. Das Spiel erschien 1998 für die damals schon nahezu am Boden liegende 32-Bit-Konsole Saturn aus dem Hause Sega und kam auf zwei prall gefüllten CDs daher. Wir haben es hier mit einem, ich nenne es mal Resident Evil unter Wasser zu tun, ähnlich wie die später erschienenen Resident Evil Revelations Teile, Cold 4 und Extermination auf der PlayStation 2 oder Carrier auf dem Sega Dreamcast. Carrier fühlt sich auch irgendwie wie ein inoffizieller zweiter Teil von Deep 4 an. Deep 4 2 Carrier sozusagen, ist er aber nicht. Das ganze Setting ist komplett maritim angelegt, spielt zu Beginn auf einer Meeresforschungsstation und später zig Meilen unter Wasser auch in diversen U-Booten. Das verleiht dem ganzen Survival-Horror-Thema eine zusätzliche klaustrophobische Note und man fühlt sich wie in einem spielbaren Film der Marke Deep Star 6, Leviathan, Octalus, der Tod aus der Tiefe, Virus, Schiff ohne Wiederkehr oder meinetwegen auch ein bisschen Abyss, Abgrund des Todes. Die Story ist genretypisch schnell zusammengefasst, mysteriöser Virus aus dem All infiziert bzw. dezimiert unsere Kollegen und verwandelt sie in grauenvoll mutierte Tentakelwesen à la Octaman, die Bestie aus der Tiefe. Uns obliegt es nun mit Hilfe weniger Sidekicks dieser Seuche Herr zu werden. Die Anzahl der Protagonisten ist somit aufgrund der begrenzten Areale überschaubar und das Spiel scheut es auch nicht, eben noch liebgewonnene Kollegen effektvoll über die Klinge springen zu lassen. Das hat schon Game of Thrones Vibes und ist ganz nach meinem Geschmack. Auf unserer Reise immer tiefer unter den Meeresspiegel sammeln wir Informationen, Waffen, Codekarten und allerlei hilfreiches Zeug wie Atemgeräte, Schweißbrenner und Sprengstoff, um entlegenere Winkel der Station bzw. des U-Bootes Sea Fox zu erreichen. Was bei Resident Evil die Türanimationen sind, sind hier eingeblendete Textfenster, die uns sagen, von welcher Örtlichkeit wir zur nächsten wechseln.
Das Treffen auf eine der entsprechenden Schlüsselpersonen triggert eine der zahlreichen FMV-Filmsequenzen, die aus heutiger Sicht extremst kacke aussehen, uns aber inhaltlich in der Story weiterbringen und die nächsten Missionsziele offenbaren. Eine dieser schlecht gealterten Filmsequenzen erinnert auch frappierend an den Charlton Heston-Klassiker U-Boot in Not. Der Titel hört sich zwar brutal scheiße an, ist aber ein starbesetzter Actionstreifen der Extraklasse und wenn nicht sogar der beste U-Boot-Film aller Zeiten, meine Meinung. Während unseres Vorankommens werden wir natürlich von allerlei mutierten Besatzungsmitgliedern und Tierchen attackiert, die wir mittels Waffengewalt per Handfeuerwaffe, MP, mächtiger Schrotflinte und allerlei Granaten auf Abstand halten. Zu Munitionsknappheit kommt es selten, da wir in den sogenannten Storage Rooms an entsprechenden Ausgabegeräten unsere Waffen komplett auffüllen können. In diesen Räumen können wir größtenteils auch speichern und den Sauerstoffvorrat wiederherstellen. Besonders cool kommen Unterwasserabschnitte daher, in denen wir uns etwas träger mittels Atemgerät und Harpune vorankämpfen. Werden wir verletzt oder uns geht der Sauerstoff aus, sinkt unser Energiebalken und lediglich die Verwendung eines der unterschiedlich starken Erste-Hilfe-Sprays aus unserem slotbasierten Inventar schafft kurzzeitig Abhilfe. Kräuter werden hier nicht zusammengemixt. Die Ballereien gehen gut von der Hand, sind aufgrund der beengten Verhältnisse inklusive finalen Bossfight teilweise etwas tricky bzw. unübersichtlich, aber zu keiner Zeit unfair. Glücklicherweise ist auf der japanischen Version die englische Sprachausgabe vorhanden. Das macht es auch Leuten wie mir möglich, die keine Kohle für den super teuren PAL-Release haben, dieses letzte Juwel für Segas Liebhaberkonsole zu genießen. Ein, zwei Rätsel musste ich allerdings mit Hilfe des Internets lösen, da ich die entsprechenden Zusammenhänge anhand der japanischen Itembeschreibung nicht herstellen konnte. Die englische Sprachausgabe ist größtenteils professionell und gibt eigentlich nur bei einem Nebencharakter Platz für Kritik. I asked Dubois, the designer, to come too. Oh, there's no problem with my CFOX system. No accident should have occurred. Oh. Ein Soundtrack ist nahezu gar nicht vorhanden, was der kalten, tristen, maschinellen Stimmung aber eher zuträglich ist. Wenn dann mal was Akustisches auftaucht, ist das allerdings stimmig, gelungen und zu der Situation passend. Ein Thema erinnert dann auch an die deutsche Vertonung der Captain Future Serie, die ich ja schon anfänglich erwähnt hatte, oder an die Testament Power Ballade Return to Serenity. Deep 4 ist optisch schlechter gealtert als die ersten Resident Evil Teile und war schon damals spielerisch nicht ganz auf dem hohen Niveau wie das offensichtliche Vorbild, bei dem man sich natürlich schamlos bedient hat. Trotzdem hat mir der Titel auch heute noch extrem Spaß gemacht. Ich liebe dieses Genre einfach. Und mir persönlich gefällt das Setting um Längen besser als die Herrenhaus-Polizeistation-Laborkomplex-Thematik. Das heißt nicht, dass mir das nicht gefällt, aber dieses Unterwasser-U-Boot-Dingen ist doch ein richtig geiles Umfeld für die Zombie-Mutanten-Hats der oldschooligeren Sorte. Auf CD2 sind wir zwar größtenteils mit Backtracking beschäftigt, werden aber mit einer stylischen Sequenz belohnt, in der wir mit schwerem Taucheranzug und Harpunenkanone am Meeresgrund unterwegs sind und aggressive Fische, Barracudas sollen es glaube ich sein, aus dem Weg räumen müssen. Ich stehe auf so einen Scheiß. Physikalisch, wissenschaftlich, meeresbiologisch ist das Spiel kompletter hanebüchener Unsinn. Bis zur Decke mit Wasser gefüllte Räume werden nur durch eine Tür von trockenen Räumen getrennt, die natürlich nicht volllaufen, wenn man sie betritt. An anderer Stelle tauchen wir ohne Schutzausrüstung über den Meeresgrund, wo später ein kompletter Kampfjet durch den Wasserdruck zerquetscht wird. Über solche Ungereimtheiten sollte man schon großzügig hinweggucken können. Hier und da müssen wir uns natürlich auch den obligatorischen Bossfight stellen, die zwar wenig taktisches Vorgehen erfordern und auf den puren Einsatz von schwerem Geschütz setzen. Die Scharmützel machen Spaß, sind wie gesagt teils etwas unübersichtlich, aber mit ordentlich Granaten und der mächtigen Schrotflinte schnell zu beenden. Der Schwierigkeitsgrad ist moderat. Ich bin bei meiner Durchspielsession gefühlt nur einmal gestorben und habe selbst den Endboss beim ersten Mal niedergerungen. Das soll nicht heißen, dass ich der geile Macker bin, sondern eher, dass das Spiel nicht ganz so schwierig ist. Deep 4 ist Kult, ein Klassiker und richtig geiler Scheiß. Leute, die heute noch einen Sega Saturn besitzen, wissen sowieso Bescheid. Allen Leuten, die auch noch die PAL-Version besitzen, möchte ich an dieser Stelle gratulieren. Ihr seid echt Glückspilze und wahrscheinlich ist eure Rente auch damit gesichert.
So, das war meine Reise durch die Welt von Deep 4. Da ist es nochmal. Also, ich kann es eigentlich empfehlen, allen Leuten, die auf Resident Evil Dinger stehen und dieses ganze Unterwasser-Ding. Also, irgendwie richtig cool. Natürlich auf Japanisch. Ja, ich meine, Leute, das müsst ihr selber wissen. Wer sich die PAL-Version, wer die noch im Schrank hat, ja gut, habt ihr Glück. Ich gratuliere euch. Ich hab's nicht. Mir reicht diese Version. Keine Ahnung, ob jetzt mit der Energiekrise und was da nicht alles kommt, mal eine billige PAL-Version mir irgendwie unter die Finger kommt. Ich glaube es nicht. Die Preise explodieren ja. Aber ein geiles Ding. Deep 4 Sega Saturn. Mir hat es Bock gebracht. Am Ende gibt es ja mal ein Bierchen. Das habe ich mir nach zwei komplett durchgespielten CDs auch verdient. Heute gibt es ein Estrella Damm. Kenne ich natürlich. Schon ein paar Mal getrunken. Gibt es auch oft auf Konzerten. Irgendwie halte ich so den Eindruck. In diesem Sinne. Reingehauen.